Vielleicht überrascht es Sie, dass die auf Japan abgeworfenen Atombomben im Zweiten Weltkrieg hunderte Male schwächer sind als einige der heute im Umlauf befindlichen Kernwaffen. Apropos, welches Land hat die mächtigsten Kernwaffen und wer ist bereit, sie einzusetzen? Das scheint eine häufige Frage zu sein. Es ist schwierig zu sagen, welcher Präsident, Premierminister, Herrscher, Diktator oder Wahnsinnige tatsächlich bereit wäre, den Knopf zu drücken. Wir haben eine recht gute Idee davon, wer die meisten Atomwaffen besitzt und um was für Waffen es sich handelt. Wir sollten beachten, dass die neuesten Zahlen auf Selbstauskünften basieren. Demnach befindet sich Russland mit 5.889 Atomsprengköpfen an der Spitze. Die USA landen mit 5.244 auf den zweiten Platz. Und China landet mit 410 auf dem dritten Platz. 6 andere Länder besitzen ebenfalls Atomwaffen. Das wären Frankreich, das Vereinigte Königreich und Pakistan, sowie Indien, Israel und Nordkorea. Diese Zahlen sind Schätzungen, die auf gesammelten Informationen und Selbstberichten basieren. Was bedeutet, dass jedes dieser Länder ein paar weniger oder mehr in der Hinterhand haben könnte. Wenn wir das schnell ausrechnen, stellen wir fest, dass das mehr als 12.500 Atombomben insgesamt sind, von denen angeblich fast 3.000 für den strategischen militärischen Einsatz bereitgestellt sind. Die USA und Russland können Atomwaffen einsetzen, indem sie an interkontinentale ballistische Raketen nutzen, die von U-Booten gestartet oder von schweren Bomberflugzeugen abgeworfen werden können. Der beängstigende Teil ist, dass selbst ein kleiner Teil davon wahrscheinlich das Ende der Welt bedeuten würde. Angesichts der aktuellen globalen Politik scheint es leider unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft zufällig Weltfrieden erlangen. Wie mächtig sind also moderne Atomwaffen? Und wie lassen sie sich mit den im Laufe der Geschichte entwickelten, getesteten und/oder verwendeten Atomwaffen vergleichen? Bevor wir diese Frage erörtern, lassen Sie uns kurz betrachten, wie wir zum aktuellen Zustand der nuklearen Verbreitung gelangt sind. Die Entwicklung von Atomwaffen begann während des Zweiten Weltkriegs mit dem Manhattan-Projekt, einem streng geheimen US-Forschungs- und Entwicklungsprogramm unter der Leitung von General Leslie Groves und dem umstrittenen Physiker J. Robert Oppenheimer. Das Projekt wurde nach dem Manhattan Engineer District des US Army Corps of Engineers benannt, der für das Gesamtmanagement des Projekts verantwortlich war. Nach der Fertigstellung der ersten Atombomben 1945 setzten die Vereinigten Staaten sie sofort auf Hiroshima und Nagasaki ein, um Japan zur bedingungslosen Kapitulation zu zwingen und den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Nur 4 Jahre später, was den Kalten Krieg erheblich anheizte, führte die Sowjetunion ihren ersten Atomwaffentest durch. Großbritannien folgte 1952, Frankreich 1960 und China 1964. Um die Ausbreitung der Kerntechnologie, die in den 1940er Jahren entstanden war, zu verhindern, schufen die USA und andere Nationen 1968 den Atomwaffensperrvertrag NPT. Der umfassende Atomteststoppvertrag CTBT folgte 1996. Im Wesentlichen besagt der NPT, dass nur die Nationen, die vor dem 1. Januar 1967 eine Atomwaffe oder andere nukleare Sprengkörper hergestellt und gezündet haben, den Status eines Atomwaffenstaates erhalten, während alle anderen Nationen automatisch als Nicht-Atomwaffenstaaten gelten. Dazu zählen also die 5 Atomwaffenländer USA, Russland, China, Frankreich und die Vereinigten Staaten. Die USA und das Vereinigte Königreich als zugelassene Atomwaffenstaaten haben die Aufgabe, Länder mit Nukleartechnologie zu ermutigen, keine eigenen Atomwaffen zu entwickeln oder zu erwerben. Dies beinhaltet Länder wie Indien, Israel, Pakistan und möglicherweise andere, die den Atomwaffensperrvertrag nie unterschrieben haben, aber eigene Atomwaffen besitzen. Andere Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag gab es unter anderem im Irak, der unter Saddam Hussein vor dem Persischen Golfkrieg ein geheimes Atomprogramm initiierte, sowie Nordkorea, das bereits im Januar 2003 seinen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag bekannt gab und seitdem eine Reihe erfolgreicher Atomwaffentests durchgeführt hat. Auch der Iran, Libyen und Syrien stehen im Verdacht, geheime Atomtestaktivitäten durchzuführen, die gegen die Bedingungen des Vertrags verstoßen. Der jüngere und umfassendere Kernwaffenteststoppvertrag, CTBT, verbietet hingegen jegliche Atomwaffentests oder andere nukleare Explosionen überall auf der Welt. Seit seiner Freigabe zur Unterzeichnung im September 1996 wurde der Vertrag von 187 Nationen unterzeichnet
und von 178 ratifiziert. Der Vertrag kann jedoch nur vollständig wirksam werden, wenn er von 44 speziellen Nationen ratifiziert wird, von denen 8 noch zögern. Dies sind China, Indien, Pakistan, Nordkorea, Israel, Iran, Ägypten und die USA. Derzeit werden alle von den beiden größten Akteuren, den USA und Russland, besessenen Atomkriegsköpfe nach den Richtlinien des neuen Vertrags zur Verringerung strategischer Waffen, auch New START genannt, erfasst, der von beiden Parteien am 8. April 2010 unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag erlaubt Ländern die Inspektion des nuklearen Arsenals des anderen, um die Einhaltung der Waffenvereinbarung zu überprüfen. Der Vertrag sieht vor, dass beide Länder regelmäßig über fortschrittliche militärische Ausrüstungen und Operationen austauschen, um Missverständnisse oder Unfälle zu verhindern. Jedoch kündigte Russland kurz nach der Invasion der Ukraine im Februar 2023 an, dass es alle externen Inspektionen aussetzen würde, was effektiv eine Verletzung der Bedingungen seiner Vereinbarung mit den USA darstellt. Putin sagte jedoch, er würde das russische nukleare Arsenal nicht erweitern und den Vertrag nicht völlig aufgeben. Selbst wenn alle unterzeichnen, begrenzt dies nicht die Anzahl der nicht eingesetzten ICBMs und SLBMs, die jedes Land besitzen kann. Es ermöglicht allerdings, dass sie durch die Kooperation beider Seiten mittels aktueller Standortinformationen überwacht werden. Dies umfasst Vorortinspektionen zur Bestätigung, dass keines der Länder Waffenarsenale hinzugefügt hat. Der Vertrag enthält auch bestimmte Einschränkungen für nicht eingesetzte Raketen und Abschussvorrichtungen und legt Kennzeichnungsstandards fest in der Hoffnung, die Möglichkeit ihrer Verheimlichung zu verringern. Um welche Waffenart geht es hier? Die neuesten Verträge, insbesondere der New START, kontrollieren das Atomwaffenarsenal. Die durch New START begrenzten Waffen unterscheiden sich von den ersten, die 1945 in New Mexico getestet wurden. Im Grunde wirken diese Erstgeneration-Atomwaffen wie Feuerwerkskörper. Anders als neuere Versionen waren die ursprünglichen Waffen strikt Spaltbomben, die auch als Atombomben bezeichnet wurden. Die verwendeten eine Explosion, um Kernbrennstoff, meist Uran-235 oder Plutonium-239, Isotope zu komprimieren, um eine Spaltreaktion auszulösen. Durch die Kompression und Spaltung des Atomkerns entstand eine Kettenreaktion, die immer mehr Atome spaltete und eine riesige Energie freisetzte. Es war ein paar dieser Atombomben, die die USA im August 1945 auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abwarfen, wobei zwischen 110.000 und 210.000 Menschen getötet wurden. Die Welt war schockiert. Niemand hatte zuvor eine solche Verwüstung gesehen. Tatsächlich mussten die Mitglieder des Manhattan-Projekts neue Begriffe schaffen, um die Sprengkraft dieser Neutrons, dieser neuen Bomben, im Vergleich zu einem Standardstick Trinitrotoluol, allgemein bekannt als TNT, zu beschreiben, woher wir Kilotonne und Megatonne haben. Die auf Hiroshima abgeworfene Atombombe, Spitzname Little Boy, wurde per Fallschirm abgesenkt und detonierte etwa 610 Meter über dem Boden. Sie enthielt etwa 64 Kilogramm aufgeladenes Uran, aber als sie explodierte, hatte sie eine Wucht, die 15.000 Tonnen TNT entsprach und alles innerhalb von 8 Quadratkilometern vernichtete. Etwa 70.000 bis 135.000 Menschen wurden bei der Explosion getötet. Viele sofort, während Zehntausende weitere später an ihren Verletzungen oder durch Strahlenexposition starben. Die auf Nagasaki abgeworfene Atombombe namens Fat Man war sogar noch stärker. Sie erzeugte eine 22 Kilotonnen Explosion. Die insgesamt verursachte Verwüstung war jedoch tatsächlich geringer als die in Hiroshima aufgrund der bergigen Topografie von Nagasaki, die es bis zu einem gewissen Grad schützte, indem sie die Gesamtwirkung der Bombe reduzierte und die Zerstörung auf etwa 4 Quadratkilometer begrenzte. Dennoch wurden zwischen 60.000 und 80.000 Menschen getötet. Durch die direkte Explosionseinwirkung und die langfristigen Strahlungsnebenwirkungen starben weitere Menschen. Aber wie sähen die Folgen einer solchen Explosion heute aus, fragen Sie sich vielleicht. Hypothetisch gesehen würde die Zündung der kleineren Bomben über Los Angeles sofort etwa 100.000 Menschen töten. Und jeder und alles innerhalb der nuklearen Feuerkugel, die einen Radius von 180 Metern hätte und heißer wäre als das Zentrum der Sonne, würde effektiv verdampft werden, während jeder innerhalb eines Radius von 1-2 Kilometern einer Dosis ionisierender Strahlung ausgesetzt wäre,
die 500 REM entspricht. Eine Dosis dieser Größe entspricht 500 Ganzkörper-CT-Scans und wäre für die meisten Menschen innerhalb eines Monats tödlich. Bei mindestens 15% der Überlebenden würde sie terminalen Krebs verursachen. Und die größere Bombe, Fat Man? Würde sie beispielsweise über Paris gezündet, würde die resultierende nukleare Feuerkugel in jede Richtung 200 Meter erreichen. Die tödliche Strahlenzone würde 1,3 Kilometer umfassen. Insgesamt würde die Explosion zu mehr als 200.000 Todesfällen und fast einer halben Million Verletzungen führen. Jeder innerhalb von 2,2 Kilometern vom Nullpunkt würde fast sofort dritte Grad Verbrennungen durch die Explosion erleiden. Eine Explosion im Zentrum wäre eine Katastrophe, wahrlich beängstigend. Doch das ist nichts gegen die Zerstörungskraft moderner Atomwaffen. Moderne Atomwaffen nutzen eine Primärstufe wie eine Plutoniumgrube für eine Spaltungsreaktion und eine Sekundärstufe für eine Fusionsreaktion. Ein Sprengkopf mit beiden Komponenten wird zu einer thermonuklearen Vorrichtung, auch bekannt als Wasserstoffbombe. Um den Maßstab zu veranschaulichen, bedenken Sie, dass Little Boy eine Sprengkraft von rund 15 Kilotonnen TNT hatte. Vergleichen Sie das jetzt mit einer 88 Wasserstoffbombe, der derzeit stärksten thermonuklearen Waffe im US-Inventar, die eine Sprengkraft von 1,2 Megatonnen hat. Das sind 1.200.000 Tonnen TNT oder 80 mal stärker als Little Boy. Warum haben wir solche massiven Bomben? Nun, in den 1940er Jahren entschied der US-Präsident Harry Truman, dass es für die nationale Sicherheit besser wäre, wenn die USA die größten Bomben hätten. Und so wies er die Atomenergiekommission an, weiterhin an allen Formen von Atomwaffen zu arbeiten, einschließlich der damals hypothetischen Wasserstoffbombe oder sogenannten Superbomben. 1952 testete Amerika seine erste Wasserstoffbombe auf dem Inuituk-Atoll im Pazifik im Bestreben, Russland zu überholen. Die ehemalige UdSSR testete jedoch kurz darauf ihre erste thermonukleare Nuklearwaffe. Sie brauchte nur ein Jahr, um aufzuholen. Und das Rennen um noch mächtigere Waffen eskalierte weiter. Es eskalierte gewaltig. Es begann ein Wettlauf um die größte Bombe. Doch die größte Bombe sollte nicht ihre größte Angst sein. Die kleinen, von einem Soldaten tragbaren taktischen Atomwaffen sind wirklich erschreckend. Schauen wir uns zuerst die großen Bomben an. Bis 1961 entwickelte und testete die damalige Sowjetunion einen Sprengkopf mit etwa 60 Megatonnen, die als Zarbombe bezeichnet wurde. Als sie getestet wurde, konnte der Blitz mehr als 1000 Kilometer weit gesehen werden. Während die von ihr erzeugte Pilzwolke auf eine Höhe von 67 Kilometern anstieg, zerbrach das Glas in Fenstern 772 Kilometer entfernt. Als die Druckwelle die Welt dreimal umkreiste, kam es zu einer seismischen Welle, die durch die Erdkruste rauschte. Betrachten wir ein weiteres hypothetisches Szenario mit der Zarenbombe. Wenn ein Sprengkopf dieser Größe von 60 Megatonnen über London detoniert würde, würde praktisch jeder biologische Organismus innerhalb von fast 5 Kilometern nahezu augenblicklich verdampft werden. Jedes Lebewesen innerhalb von etwa 3,2 Kilometern würde einer tödlichen Dosis Strahlung ausgesetzt sein. Und eine schwelende Welle der thermischen Strahlung würde sich in jede Richtung über 59,5 Kilometer ausbreiten, was zu Millionen von Verbrennungen dritten Grades führen würde. Es käme zu fast 5,8 Millionen Todesfällen. Die USA konnten ihr Ziel, die größte und schlimmste Bombe zu besitzen, nicht erreichen, was, wie bereits besprochen, sich nicht als das Schrecklichste erwiesen hat. Die größte von ihnen getestete Nuklearvorrichtung war beeindruckend. Es war ein 15-Megatonnen-Sprengkopf, der als Castle Bravo bezeichnet wurde. Die mächtigste Waffe, die sie bauten, war ein 25-Megatonnen-Sprengkopf, der heute nicht mehr genutzt wird. Die B-41 galt zu ihrer Zeit als die effizienteste thermonukleare Waffe in Bezug auf Sprengkraft und Gesamtgewicht. Wie groß waren diese Bomben? Angenommen, wir zündeten Castle Bravo diesmal auf Bodenhöhe im Zentrum von Moskau. Über 3,6 Millionen Menschen würden sterben. Die nukleare Feuerkugel, die heißer ist als das Zentrum der Sonne, würde alles in jede Richtung für 3,7 Kilometer verbrennen. Fenster würden bis zu 29 Kilometer entfernt zersplittern. Und abhängig vom Wind würde nuklearer Fallout eine Fläche von mehr als 260.000 Quadratkilometern
oder eine Fläche in der Größe des Bundesstaates Colorado kontaminieren. Und so ging es weiter. Bis Ende der 1980er Jahre hatten die verschiedenen Atommächte der Welt in ihren kombinierten Arsenalen etwa 40.000 thermonukleare Waffen angesammelt. Glücklicherweise wurde die Zahl und Gesamtausbeute der derzeit eingesetzten Einzelbomben stark reduziert. Aber welche sind erschreckender, fragen wir uns. Großkalibrige Waffen wie die Zar-Bombe, die fast unmöglich einzusetzen waren, oder unsere modernen sogenannten taktischen Atomwaffen, die auch als Schlachtfeld- oder nicht strategische Atomwaffen bezeichnet werden, die speziell dafür konzipiert wurden, fast überall, kurzfristig, im realen Kampftheater eingesetzt zu werden. Im Unterschied zu strategischen Atomwaffen, die auf Kontinenten und gegen Städte und Fabriken eingesetzt werden, um die Kriegsfähigkeit des Feindes zu beeinträchtigen, haben taktische Atomwaffen kürzere Reichweiten, meist unter 500 Kilometer, und können von Schiffen, Flugzeugen oder Bodentruppen eingesetzt werden. Trotz ihrer gewöhnlich kurzen Reichweite können diese Waffen aufgrund ihrer Vielseitigkeit eine Sprengkraft von bis zu 50 Kilotonnen haben. Um diese Waffen herrscht große Angst, da sie oft als einfacher zu handhaben wahrgenommen werden als ihre Vorgänger. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Waffen tatsächlich im Kampf eingesetzt werden? Bereits vor dem Ende des Kalten Krieges begannen die USA und Russland, verschiedene taktische Kernwaffen auszusondern. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Ängste vieler Länder, einschließlich der USA, verstärkt. Das Weiße Haus gab nach der Invasion bekannt, dass es mit der NATO an einem Notfallplan arbeitet. Tatsächlich ist das Weiße Haus besorgt, dass Putin sich für den Einsatz nuklearer oder chemischer Waffen gegen die Ukraine oder Verbündete entscheidet. Im Allgemeinen ist der realistische Einsatz von kurzstreckigen Nuklearwaffen auf dem Schlachtfeld seit langem ein Diskussionsthema und Ziel gesunder Skepsis. Eine wenig diskutierte taktische Nuklearwaffe, die von den USA entwickelt wurde und als Atomic Annie bekannt wurde, war ein großes Artilleriestück, das in den 1950er Jahren nach Europa verlegt wurde. Erstmals haben die USA einen kurzstreckigen Nuklearsprengkopf aus 18 Meilen Entfernung abgefeuert. Das erscheint nah, verglichen mit dem Enola Gay B-29 Bomber, der einen ähnlich großen 15 Kilotonnen Sprengkopf auf Hiroshima abwarf, dabei fast 2900 Meilen zurücklegte und trotzdem genug Treibstoff hatte, um zur Basis zurückzukehren. Die USA entwickelten auch eine Vorrichtung, die als Davy Crockett Sprengkopf bekannt wurde, der eine Sprengkraft von nur 20.000 Tonnen hatte und der von einem rückstoßfreien Gewehr auf Ziele in etwa 2,5 Meilen Entfernung abgefeuert werden konnte. Aber es gibt mehr. Es gab auch die B-24 Special Atomic Demolition Munition oder SATOM oder SADM, die taktische Nuklearwaffe mit der kürzesten Reichweite, die jemals konzipiert wurde. Die Soldaten der Eliteeinheiten des Army Engineer und der Special Forces sowie einige Navy SEALs und ausgewählten Marines ausgebildet wurden, um sie beim Fallschirmspringen oder Tauchen auf dem Rücken zu tragen. Sie sollten hinter feindlichen Linien gelangen. Sie würden dann diese Rucksack-Nuklearwaffen zurücklassen, um strategische Einrichtungen auszulöschen oder große Landflächen aufgrund hoher Strahlendosen unbewohnbar zu machen. Die USA ersetzten wahrscheinlich aufgrund eines Mangels an Freiwilligen diese Waffen sowie andere weniger machbare nukleare Optionen durch die heute häufig gesehenen taktischen Konfigurationen, hauptsächlich Sprengköpfe auf Kurzstreckenraketen. Glücklicherweise würden schließlich vernünftige Köpfe siegen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Als die Anfangseuphorie des Kalten Krieges für taktische Atomwaffen nachließ und konventionelle Bomben stärker wurden, entfernten sowohl die USA als auch Russland die meisten Schlachtfeldatomwaffen aus ihren Arsenalen. Die USA haben ihren Waffenbestand von ca. 9.000 im Jahr 1989 auf ca. 230 heute reduziert, alle für taktische Kampfflugzeuge ausgelegt. Und selbst wenn alle großen militärischen Dienststellen Russlands weiterhin taktische Atomwaffen unterhalten haben, hat auch ihre Anzahl an im Umlauf befindlichen Schlachtfeldatomwaffen drastisch abgenommen. Die Reduzierung von 13.000, 22.000 Atomwaffen in den späten 1980ern auf unter 2.000 heute könnte ein Zeichen für deren Rückzug sein. Es gibt genügend andere große Bomben, die verwendet werden können. Apropos, wie vergleichen sich moderne konventionelle Waffen? Die stärkste konventionelle Bombe, die jemals im Kampf eingesetzt wurde, hat nur etwas mehr Kraft als die USA und Russland. Die USA haben nur eine Sprengkraft von 11 Tonnen TNT. Offiziell als Blue 82 oder MOAB, Massive Ordnance Airblast,
bezeichnet, aber auch als Mutter aller Bomben wegen ihrer schieren Größe bezeichnet, wurde diese Bombe erstmals im April 2017 von der US-Luftwaffe in Afghanistan im Kampf eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen großen Bomben wurde die MOAB, die 10 Meter lang ist und über 10.000 Kilo wiegt, nicht zum Durchdringen, sondern zum Erzeugen eines massiven Drucks auf die Luft konzipiert. Die MOAB, entworfen zur Erzeugung einer massiven Druckwelle statt zum Durchdringen, konnte weiche bis mittlere Ziele in weitläufigen oder engen Bereichen wie tiefen Schluchten oder Höhlensystemen, die von den Taliban in den afghanischen Bergen genutzt werden, ausschalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte die US-Luftwaffe die T-12 Cloudmaker, eine 22.000 Kilo schwere Bombe, die eine größere Sprengladung als die MOAB hatte, aber nie im Kampf eingesetzt wurde. Aber das war noch nicht alles. Es gibt eine andere Art von Massenvernichtung. Eine Waffe, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist wirklich übel. Die 1942 erfundene Brandwaffe tötete tatsächlich mehr japanische Bürger während des Zweiten Weltkriegs als Fat Man und Little Boy zusammen. Insgesamt wurden 4 Monate vor den Atombombenabwürfen 66 japanische Städte mit dieser Substanz flächendeckend bombardiert. Allein bei dem Angriff auf Tokio wurden etwa 100.000 Menschen getötet. Zehntausende weitere wurden schwer verletzt. Im Zweiten Weltkrieg gab es Bedarf an effektiveren Brandwaffen für Luftangriffe. Daher beauftragten die USA Wissenschaftler mit der Entwicklung einer Substanz, die intensive Brände erzeugen und eine Vielzahl feindlicher Ziele zerstören kann. Sie begannen mit verschiedenen Kombinationen von Chemikalien zu experimentieren und ein Harvard-organischer Chemiker namens Julius Feisser kam schließlich auf die Kombination von Naphthensäure und Palmitinsäure, die im Wesentlichen zu einem Verdickungsmittel für Benzin führte. Die Verdickung des Benzins verwandelte es in eine klebrige, gelartige Substanz, die bei Aufprall an den Zielen haften blieb, wenn sie aus einem Flammenwerfer gesprüht wurde, wodurch das Löschen der resultierenden Brände erschwert wurde. Falls es aus einem Flugzeug abgeworfen würde, könnte es große Rollbahnfeuerstürme erzeugen, die besonders gut Holzstrukturen, wie sie Tokio 1945 hauptsächlich hatte, zerstören könnten. Richtig, wir sprechen über Napalm. Nach dem intensiven Napalmbombenangriff auf Tokio durch die B-29er Bomber meldeten die Piloten, dass sie ein rotes Leuchten aus der brennenden Stadt sahen und das über 100 Kilometer entfernt. Es war ein Inferno aus Flammen. Der Rauch stieg fast 18.000 Fuß über der brennenden Stadt auf, was fast der Höhe entsprach, aus der konventionelle Bomben abgeworfen werden. Von etwa 1.30 Uhr bis 3 Uhr morgens, unter dem Schutz der Nacht, regneten mehr als 300 Brandbomben auf die schlafende Stadt in Gruppen von 38 Bomben freigesetzt aus 5.000 Fuß Höhe. Jede Gruppe würde sich während ihres Abstiegs ausbreiten, wobei jede Bombe bei Aufprall in jede Richtung flammende Flüssigkeit versprühen würde. In einigen Bereichen der Stadt erreichten die unaufhaltsamen Brände Temperaturen von etwa 1800 Grad Fahrenheit. Trotz dieser apokalyptischen Szenarien, die sich in ganz Japan abspielten, waren die Bomben im Zweiten Weltkrieg kaum bekannt. Napalm erlangte erst während des Vietnamkriegs breite öffentliche Aufmerksamkeit. Dies war hauptsächlich auf die TV-Berichte über die schrecklichen Ereignisse in Vietnam, einschließlich des Napalm-Einsatzes, zurückzuführen. Weltweite Empörung führte zur Einführung internationaler Vereinbarungen wie der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen von 1980, die den Einsatz von Napalm vor allem in zivilen Gebieten einschränken. Und seitdem sind Napalm und ähnliche Brandwaffen weiterhin Gegenstand vieler internationaler Debatten und Untersuchungen, wobei der letzte gemeldete Einsatz im Kampf von den USA während des Golfkriegs war. Die damals verwendeten Bomben enthielten eine verbesserte Version der ursprünglichen Substanz, trotz ihrer Bezeichnung als Napalm. Ja, Napalm ist schlimm, aber im Vergleich zu einem einzelnen Megatonnen Nuklearsprengkopf oder vielleicht Hunderten, die gleichzeitig auf wichtige Städte einer Nation treffen, ist es nur eine feurige Ablenkung. Was jetzt, anders als in der Vergangenheit, mit keiner anderen Waffe möglich ist, ist die komplette Auslöschung der menschlichen Rasse. Unser mangelnder Fortschritt hin zur globalen Atomabrüstung ist beängstigend. Putin hat durch die Aussetzung Russlands Beteiligung am New Start seine Position klargemacht. Seine mehrdeutigen Aussagen und Aktionen in der Ukraine haben, trotz fehlender direkter Drohungen, viele Nationen dazu veranlasst, sich zu fragen, ob er es wirklich tun könnte. Das heißt, taktische Atomwaffen auf einem modernen Schlachtfeld einsetzen? Auch Nordkorea hat nicht kooperiert. Kim Jong.
und hat tatsächlich entschieden, jegliche Hoffnungen auf Denuklearisierung zu vernichten und stattdessen seine nuklearen und Langstreckenraketenfähigkeiten zu erweitern. Er hat deutlich gemacht, dass das Regime nun eine ständige Atommacht ist und Washington sowie der Rest der Welt muss damit umgehen. Nordkoreas Strategie war es, die Welt zu zwingen, die Frage, ob es Atomwaffen besitzen darf, zu überspringen und direkt zu fragen, wie viele es haben darf. Die aktuelle Führung hat auch angekündigt, dass sie plant, neuere, tödlichere taktische Waffen zu entwickeln, die Mehrfachsprengkopfraketen mit Feststoff-ICBMs zur Lieferung beinhalten könnten. Die jüngste gewaltsame Eskalation des anhaltenden Konflikts zwischen dem Staat Israel und der Hamas, der derzeit in Gaza stattfindet, hat auch erneute Bedenken hinsichtlich Israels möglicher Verwendung von Atomwaffen gegen einen seiner vielen Feinde mit sich gebracht. Die israelische Führung hat keine Drohungen ausgesprochen, aber ein Gefühl der Ungewissheit umgibt immer noch das Atomprogramm des Landes, das Fragen von einer Reihe internationaler Militärexperten hervorgerufen hat. Hauptsächlich, weil Israel konsequent vermieden hat, internationale Abkommen zur nuklearen Nichtverbreitung, wie den NVV, einzugehen, noch hat es sich Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde unterzogen. Die offizielle Haltung der israelischen Regierung in Bezug auf ihre nuklearen Fähigkeiten ist weder Bestätigung noch Verleugnung. Das israelische Atomprogramm basiert oft auf inoffiziellen Berichten und Schätzungen. Besorgniserregender könnte der unsichere Atomstatus des Iran sein, Israels Erzfeind im Nahen Osten. Das iranische Atomprogramm könnte in kürzester Zeit genug Uran anreichern, um 5 Spaltwaffen zu bauen. Es ist dennoch zu beachten, dass iranisches Uran für eine glaubwürdige nukleare Bedrohung weiterverarbeitet werden müsste. Sie müssten auch die benötigten Komponenten für die Bewaffnung erwerben oder bauen. Ein Prozess, der mehrere Monate bis über ein Jahr dauern könnte. Das ist klar. Wenn überhaupt, die Zukunft der nuklearen Verbreitung ähnelt einem mehrteiligen Puzzle. Es hängt alles davon ab, wie die Motivationen verschiedener Nationen zusammenkommen oder nicht. Und vielleicht das größte Stück dieses Puzzles ist die Bereitschaft aller Atomwaffenstaaten, ihre jeweiligen Arsenale aufzugeben. Dies scheint der wahre Test zu sein, ob eine Nation es ernst meint, die Welt vor einem nuklearen Holocaust zu schützen. Aber dies wird ernsthafte Diplomatie, fortlaufende Diskussionen sowie das Unterzeichnen von Verträgen und das Abschließen von Vereinbarungen zwischen allen Atomkraftstaaten erfordern. Es geht nicht nur um einzelne Länder, es wird eine globale Teamleistung sein. Die gesamte internationale Gemeinschaft muss zusammenarbeiten, um die Herausforderungen der Atomwaffen zu bewältigen. Aber was denken Sie? Gibt es einen Platz für Atomwaffen in der modernen Kriegsführung? Werden diese Waffen zu mächtig? Wie sollte ihre Erstellung, Besitz und Verteilung kontrolliert werden? Sehen Sie jetzt, diese Staaten sind als Opfer im Dritten Weltkrieg vorgesehen oder der US-Regierungsplan für den Weltuntergang wurde enthüllt.